Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Konzert des Wiener Jeunesseorchesters die Saison, die neue Saison eröffnen dürfen. Und für uns ist der Zyklus der Jugendorchester etwas ganz Besonderes, weil die Jeunesse sich als wichtige Plattform versteht, um einfach Jugendorchester zu fördern, ihnen eine Möglichkeit zu geben, in Wien, in den großen Sälen, entweder im Konzerthaus oder im Musikverein, eine Auftrittsmöglichkeit zu geben und hier ihre Programme, die sie ja in sehr intensiven Arbeitsphasen erarbeiten, auch dann präsentieren zu können und vor einem Publikum spielen zu können, das in der Regel sehr wohlwollend ist und wo wir auch immer wieder merken, wie schön die Atmosphäre ist, wenn Jugendorchester für uns spielen, weil wir merken, wie die Energie und die Leidenschaft, die die jungen Musikerinnen und Musiker hier an den Tag legen, einfach auf das Publikum überspringt. Und das ist immer wieder aufs Neue eine schöne Beobachtung und ein schönes Gefühl, hier mitwirken zu können. Von der Programmierung her war es so, dass wir uns etwas schon überlegt haben, wie können wir diesen Reformationsgedanken gut umsetzen. Und es war natürlich schon sehr naheliegend, ein Feste Burg ist unser Gott als Themenschwerpunkt herzunehmen und dann zu sagen, gut, dann nehmen wir die fünfte Mendelssohn, das ist eine Symphonie, die jeder Musiker einmal gespielt haben muss, das könnte ja fast eine Mozart-Symphonie sein. Ein sehr früher Mendelssohn, eigentlich seine zweite, und die Musiker sind begeistert von dem Werk, weil sie dadurch sich so gut präsentieren können. Sie haben mir gestern alle im Bus gesagt, wie froh sie sind, dass wir so ein dankbares Werk zur Eröffnung spielen, und das macht natürlich gleich einmal, glaube ich, einen Eindruck. Wir haben dann uns überlegt, über dieses Thema, ein Feste Burg ist unser Gott, vielleicht einen Auftrag, einen Kompositionsauftrag zu vergeben, und haben uns gedacht, das macht am meisten Sinn, wenn das ein junger österreichischer Komponist ist, der auch in dem Alter der Musiker ist, der sich darüber freut, und er hat sich sehr darüber gefreut und hat ein eigenes 10-12-minütiges Werk geschrieben, das sozusagen auf unsere Zeit bezogen ist, das sozusagen sagt, was alles heute nicht mehr im Lot ist. Ich habe überlegt, wie kann ich das machen? Eine Brücke sozusagen zwischen einem protestantischen Werk und einem katholischen Werk. Und ich habe mir dann gedacht, warum nicht zum Jubiläum 500 Jahre Reformation ein Werk, was sich auch in gewisser Weise mit der Thematik beschäftigt, die damals vor 500 Jahren sehr aktuell war. Was ist, wenn eben Kirche und Staat sozusagen gemeinsam Hand in Hand sind und dadurch die Gewissens- und Meinungsfreiheit einschränken. Und habe mir dann gedacht, das ist ja sehr aktuell eigentlich heutzutage in der Weltgeschichte, und habe dann eben das Motiv aus der Apokalypse genommen. Gefallen ist Babylon, wo es auch darum geht, dass sozusagen ein endzeitliches System da ist, wo eben Kirche und Staat gemeinsam sind und nichts Gutes rauskommt. Es wird immer mehr versucht, noch mehr Spannung dazu zu bringen. Bei Olaf dann ist wirklich der Teil, wo jeder ganz bewusst stark schon seine Rhythmen spielen soll. Und vor allem dann Piccolo, Flöte, Trompete und erste Geige wirklich sehr, dieses Fortissimo kann sehr eindringlich scharf schon sein, sehr schneidend. Dasselbe dann auch die Tiefen, Kontrabass, Bassposaune, Bassklarinette, Kontrabass, kein Zurück. Mit voller Inbrunst sozusagen alles geben. Ich denke, dass in diesem Werk die Motive eine sehr zentrale, wichtige Rolle spielen. Die Gesten, die verschiedenen Gesten, die diese Motive transportieren. Einerseits eben dieses überhebliche, nach Macht strebende, auch heuchlerische, was wir heutzutage in der Politik und Religion ja sehr gut kennen, dann andererseits dieses Klagende, Jammernde, und ich denke, das hilft sehr stark den Zuhörern auch, dass sie sozusagen Struktur entdecken in dem Werk, dass sie erkennen, okay, die Dramaturgie geht in eine gewisse Richtung, Spannung, Entspannung, diese Prinzipien, und so soll auch das erste Teil immer mehr Spannung aufbauen, immer mehr gesteigert werden,
Und dann ist es wirklich so weit, dass dann komplett ein Umbruch kommt, wo plötzlich von einem Moment auf den anderen nichts mehr so ist, wie es vorher war. Es bleibt alles stehen von seiner rhythmischen Struktur her. Dann schleift das Pick oder so herum und weiß niemand, schaurig in einer Atmosphäre, wie es eigentlich wirklich weitergehen wird. Und das ist ein bisschen auch eine Frage, die wir stellen natürlich, wie lange wird sich dieses System, in dem wir heute leben, so noch halten können, wenn wir die ganze Flüchtlingsproblematik oder wenn wir die ganze Unsicherheit in Afrika und das alles jetzt, niemand weiß, was in 20, 30 Jahren sein wird. Und es ist ein bisschen so auch schon ein sehr sensibles Hineinfühlen in die Unsicherheit unserer Zeit, die in diesem Werk sehr schön zum Ausdruck kommt. Und ich finde das immer ganz wichtig, dass die Stücke auch einen Bezug zur Zeit haben. Und er geht aber dann her und endet mit dem Choral, ein feste Burg ist unser Gott, und nimmt den und sagt quasi, Gott ist eigentlich der Einzige, der dieses alles wieder ins Lot bringen kann. Das ist die zentrale Aussage und das verbindet sozusagen Mendelssohn und Koch als gemeinsame Partner. Die Komposition von Jakob Buchmann an sich zeugt auf jeden Fall von einem wirklich großen Talent und da für dieses Alter sehr, sehr reif und auch, glaube ich, den Ansprüchen, ein solches Werk nach dem Mendelssohn zu stellen, ist ja nicht ganz ohne, aber ich finde, es spricht für sich und trotzdem diese Referenz auf Mendelssohn ist sehr gelungen. Also, es war zunächst etwas ungewohntes Stück, was modern ist, aber mit der Zeit ging es immer einfacher und im Endeffekt ist es ein sehr cooles Stück. Und ich finde es auch cool, dass der Buchmann selber Hornist ist und dass er auch persönlich gekommen ist und seine Meinung dazu seinem Stück gesagt hat. Es hat ziemlich viel geholfen auch in der Interpretation. Yeah, at first I didn't really understand it, but then when I see the Bruckner and the Buchmann, it all kind of comes together and I think it's a really, really nice program in performing. So. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil und eine sehr schöne Sache beim Wiener Jeunesse-Orchester, dass alles junge, motivierte Musiker sind, die wirklich ganz bei der Sache sind und man merkt in den Proben die gute Atmosphäre. Jeder ist wirklich sehr bemüht, dass auch die Zusammenarbeit zwischen Dirigent, zwischen Komponist und Orchester sehr gut verläuft und das merkt man einfach, dass das ein gemeinsames Arbeiten an der Materie ist. Also der Probenaufbau war sehr, sehr schön, so ein Wachsen, ein gemeinsames Zusammenwachsen. Am Anfang sind viele neue Leute da und dann spielt man sich langsam zusammen, lernt sich kennen und baut auch irgendwie Vertrauen auf. Ich finde das immer sehr schön, auch mit Herbert die Arbeitsatmosphäre, die sehr konzentriert und sehr motiviert ist und aber auch ohne Stress, wo man einfach auch seine Wünsche äußern kann und gemeinsam in das Stück hineinwächst. Ich glaube, die besondere Anforderung als Stimmführer ist, dass vor allem wenn man gewohnt ist, immer hinten eigentlich das starke Rückgrat der Gruppe zu sein, dass man auf einmal direkt Einfluss darauf hat, nicht nur auf die Dinge, die musikalisch passieren, sondern auch auf die Gruppendynamik an sich. Jeder kommt mit seinen eigenen Erfahrungen und mit dem, was er kann und was er gelernt hat.
Und ich würde nicht sagen, dass es schwieriger war oder mehr Probleme verursacht hätte, dass ich einen Kontrabassisten aus anderen Ländern dabei hatte. Ich finde es sogar ganz gut, weil dadurch mischt sich die Gruppe besser. Allein, dass Chloe eben die französische Bogenhaltung hat, während wir alle deutsche Bogenhaltung spielen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht und vielleicht sind wir historisch damit sogar näher dran an einer richtigen Aufführungspraxis, als wenn alle jetzt deutsche Bogenhaltung spielen würden. I joined the Wiener Jeunesse Orchestra already in their spring project this Easter, which I thoroughly enjoyed, and it was fabulous because it was such a good experience to see the high level of musicians, especially outside of Ireland, because this was my first international experience playing with an orchestra, so it was great to see a different level. So when I got invited back this July, of course it was fantastic, absolutely was delighted to go, and of course then the repertoire, Mendelssohn and Bruckner, like especially the mass is not something you'd usually do necessarily, so to get to play something like that was, you know, brilliant, so I'm delighted to be back. In Lettland ist eben Bruckner nicht so viel bekannt, muss ich sagen. Also es gibt wirklich so österreichische Komponisten, die mehr bekannt sind. Brahms, der Mahler, das ist schon häufiger als Bruckner. Und ich habe natürlich die Stücke von Bruckner gekannt, gehört, aber nie selbst gespielt. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich Bruckner selbst spiele. Wir haben die Bruckner F-Moll-Messe deshalb programmiert, weil sie ganz selten in Wirklichkeit gespielt wird, weil es ja ganz wenige Menschen oder Veranstalter gibt, die die Möglichkeit überhaupt, die Mühe auf sich nehmen, muss man wirklich sagen, diese enormen Kosten zunächst einmal schon zu finanzieren, einen ausgezeichneten Chor zu finden, das ist ja immer das Allerschwierigste. Ich fand es wirklich besonders, die Spannung bei der Bruckner F-Moll-Messe zu spüren. Das ist ja nicht ein ganz einfaches Werk und auch für das Publikum jetzt eine Herausforderung, würde ich mal sagen. Einerseits schon aufgrund der Länge, aber auch aufgrund der Komplexität. Und da kam diese besondere Spannung, die Spiritualität, würde ich jetzt mal sagen, die dieses Werk ja trägt und die das ausdrückt, wirklich sehr zur Geltung, und sowohl vom Orchester und auch von dem Chor, der enorm gefordert ist in diesem Werk, aber wo man in jeder Sekunde das Gefühl hatte, sie sind mit Leib und Seele dabei und sind unglaublich, ja, haben dieses Werk verinnerlicht, und es kam rüber als sehr, ja, stimmig. Die Spiritualität, die hier der Ton, den gesamten Inhalt bestimmt, die ist so einzigartig und so großartig. Ich habe auch kurz immer wieder darüber gesprochen. Bruckner war ja schwer krank und ist wieder genesen. Nachdem er endlich wieder gesund war und wusste, er ist wieder ganz gesund, ist er in die Kirche gegangen und hat dem lieben Gott gedankt. Und da ist ihm diese Idee des Benediktus gekommen. Es gibt kein schöneres Benediktus in meinen Augen auf der Welt wie dieses Benediktus. Und es gibt kein schöneres Inkarnate selbst wie dieses. Und das sind einfach immer noch unsere großartigsten kulturellen Schöpfungen. Und das sind einfach die für den lieben Gott gedacht sind. Das ist kein Zufall. Das ist gar nicht so sehr eine Frage der Religiosität, sondern eine Frage der Spiritualität und der Tiefe. Natürlich ist man als Oberösterreicher immer so speziell mit Bruckner irgendwie verbunden, aber ich liebe diese Kraft in der Musik, die einen so überrollt, und der berührt einfach meine Seele. Und das, was Bruckner hier macht, ist so vieles, was er in seinen Symphonien in der Form ja gar nicht leben kann, nämlich diese direkte
Aussage religiöser, ganz tief in ihm verwurzelter Grundsätze. Wenn zum Beispiel also der jüngste Tag, et iterum venturus est cum gloria, wenn also Gott kommen wird mit Jubel und also ein derartig unvorstellbarer Jubel, wo die Chöre brillieren, wo die Orgel aufspielen, wo die Streicher nur mehr Tremolo spielen. Diese Kombination und dieses volle emotionale Register aller Farben von Solisten, Chor, Orgel, ganzen riesigen Blechbläser und Streicher, das haben wir in keiner Symphonie in der Form. Etwas wie sein Herzblut. Seine Symphonien sind natürlich auch sein Herzblut, aber er kommt ja in Wahrheit aus der Kirchenmusik und er kommt aus der katholischen Kirche, eben mit der Tradition und mit dieser ganzen starken Gläubigkeit. Und diese Werke bedeuten mir zum Beispiel sehr viel. Wie diesen, wo es so zugeht in der Welt und wo so viel passiert, was ganz furchtbar ist, ist es noch mehr für mich persönlich, aber ich glaube auch für das Publikum, für die Leute und auch mit Sicherheit für die jungen Musiker geht es noch näher. Und die Botschaft finde ich auch eben jetzt allein Dona Nobis Pacem, gib uns deinen Frieden, worum es jetzt im Moment wirklich geht auf der Welt. Also das sind in der Messe, in den ganzen spirituellen Texten ist da ganz viel drinnen, was im Moment für uns, finde ich, höchste Priorität hat. Grandios, einfach diese Energie, mit der die an das herangehen, diese, auf der anderen Seite auch diese immense Probendisziplin, die sie haben, wie sie spielen, wie sie sich einlassen, da gibt es halt noch nicht dieses, ja, spielen wir halt, sondern es ist einfach dieses Gemeinsame, diese Gemeinschaft, dass man miteinander einfach was Großes auf die Beine stellt, und das finde ich einfach unterstützenswert. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, schon seit Jahren, egal in welchen Belangen, einfach mit der Jugend das zu machen, weil die freuen sich auch und man selber freut sich auch und man ist schon stolz, wenn man hört, was es für Talente in Österreich gibt und wie die einfach großartig spielen. Ja, es ist ein sehr tolles Erlebnis, in so einem großen Saal zu spielen und vor allem, wenn er dann noch voll gefüllt ist mit Publikum, das gibt es einen sehr speziellen Kick und das ist ein großartiges Erlebnis und gibt auch viel Motivation im weiteren Studium und Üben, dass man das wieder machen kann.